Hallo, hier ist eure Kiki. Jetzt mal wieder aus Denia und ich mache heute einen Pfefferminzsirup, somit einen Kreativblock, was auch immer. Block Pfefferminzsirup, und zwar habe ich das Rezept von einer Freundin und die nimmt immer den Pfefferminzsirup und gibt so ein paar Tropfen in so richtig schönes eiskaltes Mineralwasser. Das schmeckt total lecker. Und ich zeige euch jetzt, wie man das macht. Und dazu gehen wir mal im Garten. Ich zeige euch nämlich, was man dazu braucht. Garten. Guck mal, da habe ich meine kleine Coco, meinen schwarzen Teufel. Alte Zicke. Coco Chanel ist der richtige Name für dich. Und hier haben wir die Pfefferminze. So, hier habe ich jetzt Minze. Und ich koche jetzt 1 Liter Wasser im Wasserkocher. Und meine Freundin sagt, man sollte die Minze vorher nicht waschen, weil dann der Geschmack intensiver ist. Und nachdem ich hier kein Gift drauf oder irgendwelchen Dünger, sondern allerhöchstens mal eine Katze vielleicht drüber streicht, ist mir das wurscht. Ich mache das so. Ich habe jetzt die Pfefferminze abgezupft. Ich habe die Stängel alle entfernt, zumindest die ganz groben, und gebe jetzt das heiße Wasser drüber, 1 Liter heißes Wasser. So. Fertig. Das war jetzt schon mal der erste Schritt. Moment. Das war jetzt der erste Schritt und das lasse ich jetzt ziehen bis morgen früh, und morgen mache ich dann den Zuckersirup. So, über Nacht hat jetzt mein Pfefferminz-Sud gestanden und gezogen, und was ihr jetzt noch braucht, ist Zitronensäure und Zucker. Jetzt werde ich das mal abseihen, den Sud, und dann die Zitronensäure in diesem Sud auflösen. So. So. Da ist auch noch was drin, also nehme ich mal noch ein feineres Sieb. Ich das hier nochmal durch. Perfekt. So. Das ist jetzt mein Sud. Und da kommen jetzt die Zitronensäure noch mit rein. So. Und die rühre ich jetzt natürlich um, bis die sich aufgelöst hat. 250 Milliliter Wasser mit dem Zucker zum Schmelzen bringen. Also das Wasser werde ich nicht zum Schmelzen bringen, aber den Zucker. So. So, das kocht jetzt und es hat sich aufgelöst. Und jetzt gebe ich ganz vorsichtig den Sud mit rein. Vielleicht auch einen größeren Topf nehmen können, naja. Und das koche ich jetzt noch einmal auf. Dass das soll so ein bisschen klar werden. Also das heißt, so circa 3 bis 5 Minuten lasse ich das nochmal, wenn das aufgekocht ist, so ein bisschen brabbeln. Das ist jetzt relativ klar und hat gekocht und gebrabbelt und alles ist aufgelöst. Und jetzt fülle ich das in saubere, ausgekochte Flaschen ab. Muss natürlich alles ziemlich heiß sein, damit es auch noch desinfiziert ist. Sofort zumachen. So, es ist fertig. Ich habe es jetzt in kleine Flaschen abgefüllt. Die kriegen jetzt meine Mädels geschenkt. Ziemlich einfach, das zu machen. Viel Spaß beim Nachmachen. Lasst es euch schmecken. Schmeckt bestimmt auch gut in Sekt oder in Cava oder sowas. Oder für Cocktails, Burritos oder sonstiges. Viel Spaß. Bis bald. Eure Kiki.